Wer Bühnenstars live erleben will, geht ins Thermenhotel Ronacher nach Bad Kleinkirchheim. Das beste Wellnesshotel Österreichs überrascht seine Gäste mit einem Kulturprogramm. Den Auftakt machte kürzlich Publikumsliebling Viktor Gernot. Den haben wirklich alle lieb, manche ein bisschen gar sehr. In den 90er Jahren haben die Leute erzählt, dass ich, bitte schauen Sie mich an, dass ich mit jeder Kollegin, mit jeder Hauptdarstellerin, mit der ich die Bühne geteilt habe, auch das Bett geteilt haben soll. Und das sind dann die Nachteile in einem Beruf wie dem meinen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Sowas muss man sich sagen lassen. Das steht dann vielleicht nur nie in einer Zeitung auf. Das ist eine Frechheit, ist das. Ich habe das selbstverständlich mit den Zweitbesetzungen auch gemacht. Das ist eine... In den 90ern war Viktor Gernot noch Musical-Darsteller. Und kein Wunder, dass er sich an diese Zeit gerne zurückerinnert. So war er unglaublich glücklich, als ihn jetzt das Ronacher rief. Aber es war das Ronacher in Bad Kleinkirchheim. Ich habe jetzt an das Ronacher in Wien gedacht, ja. Und ich war hier auch ausverkauft, ja. Mit hier meinte er das gleichnamige 5-Sterne-Superior-Hotel, dessen Chefin bereits zum zweiten Mal zu den Kulturgastspielen lädt und weiß, was ihrem Namen schuldig ist. Ein normales Hotel, das jetzt Kulturgastspiele macht, ist okay. Aber wenn du Ronacher heißt, dann hast du ja auch einen Namen zu verteidigen. Und dann kann das nicht irgendein Schlagerfestival sein, dann muss das Kulturgastspiele sein, die den Salzburger Festspielen gerecht sind. Und darum freut mich das, dass das Ronacher in Wien jetzt auch ein kleines Ronacher Dependance in Kärnten hat, nämlich das Thermenhotel Ronacher. Das kulturelle Angebot des Hotels braucht sich vor den großen Häusern nicht verstecken. Die Crème de la Crème der deutschsprachigen Künstler gibt sich in den kommenden Wochen hier ein Stelldichein. Von Viktor Gernot über den Schauspieler Rufus Beck, der Harry Potter seine Stimme lieh, bis hin zu Peter Torini reicht der Bogen. Doch dabei sind auch manche wie Tobias Moretti oder Werner Schneider, die den Ruf haben, etwas schwierig zu sein. Ich bin der einfachste Künstler, den es überhaupt gibt. Im Umgang mit Veranstaltern und Leuten. Ich bin nur nicht ganz einfach mit Menschen, die ich für gefährlich blöd halte. Mit uns hat er sich jedenfalls köstlich unterhalten. Und genau so ging es den Gästen des Ronacher mit dem Programm von Viktor Gernot. Den Kabarettist verbindet übrigens mit Michael Niavarani nicht nur eine langjährige berufliche Zusammenarbeit, sondern auch eine enge Freundschaft. Die wird auf der Bühne allerdings gerne mal auf die Probe gestellt. Und Sie wissen ja, wir Kabarettisten sind alle links-linke Gutmenschen, ja? Staatskünstler, und deswegen halte ich mir jetzt nicht ganz uneigennützig den NIA auch seit 1988 als mein Integrations- und Charity-Projekt. Was sich liebt, das neckt sich, und momentan ist Viktor Gernot der Einzige, der Michael Niavarani necken darf. Denn wie erst kürzlich bekannt wurde, hat er sich von seiner Freundin Nina Hartmann getrennt. Viktor Gernot hingegen ist immer noch in festen Händen. Seit 4,5 Jahren ist er mit seiner Freundin Susanne Minichsdorfer zusammen. Warum klappt's bei ihm und bei seinem Freund nicht? Ich glaube, ich bin einfach der bessere und abwechslungsreichere Liebhaber, würde ich mal sagen. Und hab einfach Glück. Das Geheimnis wahrer Liebe ist, keine Geheimnisse zu haben. Und so verriet er ihr sofort, was er uns erzählt hat. Leider ohne Nachdenken. Er hat mich nämlich gefragt, warum wir noch zusammen sind. Und das ist krank. Und dann ihr nicht. Ich hab gesagt, weil ich der bessere Liebhaber bin. Ah. Ah ja. Na, hoffentlich kann sie das nicht beurteilen. Ja, das ist doch... Das wäre toll, wenn Sie sagen, das stimmt doch, das stimmt, das stimmt doch gar nicht. Hey, das stimmt doch gar nicht. Nein, ich habe gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du zumindest so tust, wenn du mit mir noch zusammen bist. Über 4 Jahre, 4 Jahre und 2 Monate. Stilles Glück, also für mich still, sie lacht und tanzt den ganzen Tag. 24 Stunden am Tag. Danke dir. In Kürze dürfen sich Österreichs Fußballfans bei ihm bedanken. Er begleitet die EM-Spiele im ORF mit einer Comedy-Show. Auf der Bühne gab es schon mal eine Kostprobe. Wir haben im Frühling in der ersten Meisterschaftshälfte echt schlecht gespielt. Das war nicht das Gelbe vom Auge. Und das kann man auch noch nicht so einfach unter den Strich kehren. Das war eine bittere Zeit, da war oft kein Streifenlicht am Horizont zum Sehen. Und wir haben uns geschworen, wir tun ab jetzt nicht mehr das Kind mit dem Bart ausleihen. Wir machen ab jetzt Nägel mit Zöpfe. Und genauso war es in der zweiten Meisterschaftshälfte. Mit den neuen Trainern sind wir echt wie Felix aus der Asche gestiegen. Und da muss ich wieder sagen, danke Sigi, weil der Sigi war der Einzige,
der sich diese Syphilis-Arbeit angetan hat? Ich bin ein Experte im sich über Fußball lustig machen. Ich bin kein Fußballexperte. Ich liebe Fußball, bin ein Fan, bin demütig, aber es gibt sehr viel freiwillig Komisches und wir werden die unfreiwillig komischen Sachen auch noch rausarbeiten. Jetzt das Schlimmste, Public Viewing. Es kommt jetzt wieder bei der EM. Also in Wien gibt es schon ein paar Plätze, wo es Public Viewing gibt. Wieder was, wo es keine richtige deutsche Übersetzung dafür gibt. Öffentliches Anschauen von einem Fußballmatch oder so. Aber ich habe nachgesehen, im englischen Lexikon, Public Viewing hat im Englischen eine andere Bedeutung. Wissen Sie, was Public Viewing heißt? Öffentliche Aufbahrung. Also wenn man sich da manches Match der österreichischen Bundesliga anschaut, passt das eh ganz gut, ja.